Schlussendlich, wenn sie bei der Bilderberger Konferenz sind, dann wissen sie ja bestens Bescheid. Dann wissen sie ja. Wenn wir ihnen ja nicht mehr vormachen wollen. Was ist das für ein verschworenes Grüppli? Darf ich ganz kurz vorlesen? Ein Zitat und dann ist es in Ruhe den ganzen Tag. Von David Rockefeller, ich lese vor. Wir sind dankbar gegenüber der Washington Post, New York Times, Times Magazine und anderen großen Publikationen, deren Vorsitzende unserem Treffen beigewohnt und ihre Versprechen der Diskretion für beinahe 40 Jahre gehalten haben. Sind Sie denn da dabei bei der Diskretion? Es wäre unmöglich gewesen, unseren Plan für die neue Welt zu entwickeln, wären wir in diesen Jahren dem Rampenlicht der Öffentlichkeit ausgesetzt gewesen. Bilderberg meint er, ja? Doch die Welt ist nun fortgeschritten und bereit in Richtung einer Weltregierung, da schaffen sie auch ja, zu marschieren. Die übernationale Herrschaft einer intellektuellen Elite und der Weltbankiers ist sicherlich vorzuziehen gegenüber der früheren, Jahrhunderten praktizierten nationalen Selbstbestimmung. David Rockefeller, Bilderberger Konferenz. Kein Kommentar dazu. Dort. Gezielt sie schweigen. Sie waren auch dort bei der Konferenz. Ja, wir wissen es. Wir haben Fotos, die wir wissen. Sie wollen nicht sagen, sie sind nicht. Also Stamm. Immer sind Stammgast, ja. Quasi. Und was sagen Sie dazu, gegen die zu dieser Verschwiegenheit? Ist das eine Verschwörungstheorie, Bilderberg, nach wie vor, immer noch? Die neue Weltordnung ist es ja nicht mehr seit 2000. Das ist nicht so wahnsinnig. Ist es nicht. Es ist relevanter als G8, G20 und all der Scheiß zusammen. Das wissen Sie ganz genau. Sie sind renommiertere Leute, omnipotentere Leute. Ich habe eine Frage bezüglich einem Artikel, den ich von einem Video auf der svp.ch-Seite gelesen habe. Und zwar heisst der Bilderberg eine Gefahr für die Nationalstaat. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schon von dem gehört haben. Und zwar ist er verfasst worden von der Anita Niederösch. Die war damals in der Frauensektion im Kanton Zürich dabei gewesen. Und in dem Artikel geht es darum, dass sich mächtige Grösse aus Politik, Medien, Wirtschaft, Hochfinanz, Banking und so Bereich Geheimdienst und Militär zusammensitzt hinter verschlossenen Türen und beraten über die Lage der Weltwirtschaft und Sachen wie die EU inszeniert haben. Und mittlerweile wissen wir ja auch, dass sie an den Treffen in Griechenland dabei sind. Jetzt ist das nicht irgendwie ein gewisser Widerspruch, wenn man da sieht, dass die Bilderberg-Gruppe Gefahr sind für den Nationalstaat, die Demokratie unterwandert und Leute in wichtigen Positionen in höhere Positionen befördert. In dem Artikel ist ja zum Beispiel gestanden, dass Bill Clinton, Angela Merkel und Tony Blair erste Positionen gekommen sind, was sie gekommen sind, nachdem sie die Bilderberg-Treffen besucht haben. Prüft das jetzt auch, dass sie wieder zurückkommen in die höhere Politik, nachdem sie an dem Geheimtreffen waren, über den sie die Inhalte an den Reden wenden, obwohl sie sagen, dass sie nur um Kaffee und Kuchen essen? Und? Also ich bin
über den Winterberg habe ich so viel gehört und gelesen. Und war das etwas Schlimmes sehen, dass so ein geiles Rüdungsclub, oder? Und ich bin mehrmals schon eingeladen gewesen, jetzt bin ich mal gegangen. Wie läuft's ab? Von morgen bis zum Abend gibt immer ein Thema und dann wird dort teilen 10 Minuten dazu reden. Zum Beispiel, das war jetzt, wenn ich nicht so bin, über die Probleme der Weltfinanzen. Wie kann man das verhindern, dass es Krise gibt? Dann redet einer und ein zweiter und so gegensätzlich. Also redet der eine sagt, man muss die Banken mehr unter Kontrolle nehmen und das machen. Und der andere sagt, nein, man muss das Gegenteil machen. Das ist also interessant. Es gibt vor allem viele Amerikaner dabei, die so gute Hochschulinstitute haben, also ganz tüchtige Leute, und die legen das da. Das Dampf ist, und das stimmt, es ist kein. Warum ist das kein? Ich würde einfach wissen, wenn so viele Leute zusammenkommen. Man hat ja mal das Bedürfnis, ohne dass die Journalisten da sind, einmal zusammen sind, dann kann jeder frei reden, wenn er denkt. Journalisten sind ja dort. Wir? Journalisten sind ja dort. Nein. New York Times. In Amerika gibt es ein Gesetz dagegen, dass wir nur wieder müssen aufpassen. Es wird nicht beschlossen, es wird nur diskutiert. Also ich habe nichts dagegen, wenn wir das machen. Keine Angst vor dem. Es geht um Angst, es geht darum, es gibt ein Gesetz dagegen, dass man sich im Geheimen mit ausländischen Politik treffen kann, ohne Einstimmung vom Interesse vom Präsidenten. Das ist ein Logentrikt. Ich weiss nicht, ob es etwas in der Schweiz gibt, aber die Amerikaner sind kriminell. Erstens ist das aktuelle Thema Refrain. Es war ja gerade das Geheimtreffen, jetzt ist es nicht so geheim von der Nestle. Was uns als Bürgerorganisation auch interessiert ist, wie stehen Sie dazu, zu solchen Treffen? Ich finde es ein gutes, weil es sind wirklich gute Leute dort. Es ist aber auch nicht geheim. Es sind jetzt seit 35 Jahren statt. Ich war selber ein paar Mal gewesen. Es ist auch kein irgendwo festgelegt, es hat linke, rechte Wirtschaft, Politik dabei, gute Themen, gut moderiert. Ich finde es ein von diesen Gedankenaustausch, die echt etwas bringt. Okay. Ich bin ein bisschen erinnert worden an Bilderberg-Treffen. Ich weiß nicht, ob Sie von dem schon mal gehört haben. Das ist in den letzten Monaten, Jahren so ein bisschen an die Oberfläche gekommen, wo man international überblickt. Was halten Sie dort davon? Es sind ja auch schon diverse von unserer Regierung da gewesen, was Ende anlaufen. Das sind eher ideologisch gefärbt. Bin ich selber noch nie gewesen, würde ich auch nicht gehen. Ja. Aber ich denke, wir haben Versammlungsfreiheit, es kann jeder dort her, wo er will. Hört's miteinander, mein Name ist Dominik Schreiber. Ich bin in Brasilien adoptiert worden in der Schweiz und sehr interessiert am politischen Geschehen, jetzt auch mit der EU und was da so läuft oder gelaufen ist in den letzten Jahren. Ich habe einfach beobachtet, dass an den Referenzsitzungen, für die, wo das nicht im Begriff ist, das sind Sitzungen, die beim Schulungszentrum in Wöwe bei der Nestlé geführt werden. Das ist also in der verschlossenen Türen. Nach dem Ueli Maurer, den wir interviewt haben, hat er gesagt, das sei eine super Sitzung. Nur, ich finde das sehr prekär, wenn dort die bilateralen 2 und sämtliche Revisionen eigentlich beschlossen werden. Also werden nicht beschlossen, Pakete werden geschnürt und Weichen werden gestellt. Und jetzt reden Sie vom Volk als Souverän und haben uns den Begriff erklärt. Und ich finde, das ist ein Unding, wenn wir uns eigentlich nachher in den Zeitungen können wir uns anschauen, was beschlossen wurde ist von gewissen Leuten, von Beamten, vom Parlament, aber das Volk, das ja souverän ist, das ist nicht gefragt worden. Jetzt wollte ich fragen, welche Bedeutung messen Sie den jährlichen Referendensitzungen bei? Und wie sehr ist Geheimpolitik in der Schweiz so aktiv? Also ich kenne die Referendentagungen gut, ich habe vor einigen Jahren immer dabei gewesen. Es treffen sich dort Leute von den führenden Firmen in der Schweiz. Es sind wahrscheinlich etwa 100, die noch eingeladen werden. Gewerkschaften sind dabei, es geht also um wirtschaftliche Themen. Und man lädt in der Regel noch ein,
auch von den grösseren Parteien vertreten, damit die hören, was sind die Bedürfnisse der Wirtschaft. Und zwei Pfarrer sind einmal dabei heute. Wie? Zwei Pfarrer sind dabei. Zwei Pfarrer, das habe ich nicht einmal gemerkt. Auf jeden Fall hat es nicht so viel gesagt. Aber gut, also die müssen wahrscheinlich den Kontakt zum lieben Gott herstellen, da für die Wirtschaft führen. Aber ich muss Ihnen sagen, es sind einfach Thesen, und wo man bespricht, jeder findet, was soll man. Jetzt zum Beispiel bei der Weltwirtschaft, bei der Weltfinanzkrise. Wie überwindet man die? Redet man miteinander? Was ist der Vor- und Nachteil von Regulierung? Das sind natürlich Wirtschaftsleute, ist ja klar, das ist ihre Interesse. Das ist also nichts Schlimmes. Aber das andere, was ich sage, das heisst, der Bundesrat hat beschlossen, die Beamten haben beschlossen. Man kann ja nicht alle Fragen, die es gibt, dem Volk vorlegen. Dann werden sie begreifen. Wieso? Wir sind ja souverän. Ja, aber auch in der Souveränität ist nicht mit einer Firma. Wenn die Firma mir gehört und ich der oberste Chef bin, kann ich nicht alles zusammen entscheiden. Ich muss auch gewisse Kompetenzen noch abgeben. Aber Firma ist anders als der Staat. Ja, warte, der Staat ist das aber in jeder Organisation können sie zu oberst nie alles entscheiden. Das ist nicht möglich. Also sie müssen die Leute können wählen, die wichtigsten. Darum können sie das Parlament wählen. Und wenn unsere Volksinitiative, die ich hoffe, die hat sie schon lange unterschrieben, kann das Volk auch endlich den Bundesrat wählen. Und nachher hat das Parlament, eine Kompetenz und der Bundesrat hat eine Kompetenz. Und für die wichtigsten Sachen ist das Volk. Das Wichtigste ist, dass das Volk über die Steuern abstimmt. Das müssen Sie wissen. Darum haben wir die Kleinen verschuldet. Und es ist klar, Parlament und Regierung und Verwaltung versuchen natürlich immer das Volk und gehen, weil das ist richtig. Und die ganz gefährliche Entwicklung ist, dass man das Volk ausschaltet, indem man sagt, internationales Recht steht über dem Schweizer Recht und wenn es dem widerspricht, dann dürfen wir darüber nicht tun. Da müssen wir also einhalten. Das muss unbedingt besprochen werden. Weil ich habe mit dem Urheberrecht. Ja, das wird sicher besprochen. Aber ich meine jetzt, dass das vor das Volk kommt, dass das Volk beteiligt wird an gewissen Sachen. Oder wenn Papier geschnürt wird. Das ist sehr wichtig. Vor allem, Sie haben da eine riesengroße Zuhörerschaft. Das muss unbedingt rüberkommen, dass Eigeninitiativen von Bürgern kommen, dass wir uns wieder den politischen Prozess eignen. Sachen. Das kann man in einer Firma machen, aber das machen wir nicht in der Schweiz. Da sind ja gut, dafür. Aber das ist eine Firmasache. Reifrenn ist eine Firmasache? Nein, ja, natürlich. Schweiz AG, so wie es der... Nein, das sind einfach die Unternehmen, die zusammenkommen. Ich meine, wenn Sie zusammenkommen mit ein paar Berufskollegen, ist das auch nicht ab. Aber ich habe ja keine Kollegen wie der Stefan Schmidheini oder den Martin Ebsen. Ja, ja. Aber die sind... Dort aber wir das wir bringen nicht mehr als Sie. Meine Damen und Herren, so, jetzt müssen wir noch ein Interview machen. Ja, Binderberg nicht mehr in Welt regiert. Sind Sie schon mal dort gewesen? Nein, nein, da hätte ich nicht. Was haben Sie von dem gehört oder was haben Sie gelesen? Können Sie irgendwie etwas empfehlen? Ja, genau, das habe ich sehr oft hergezogen. Das ist auch ein Zusammenkunft. Da gibt es vorbereitete Thesen, ein paar, oder wie man es möchte. Genau, ja, einfach so. Der Hunger bekämpft. Global schon. Und dann wird das ein bisschen sehr ideologisch gefärbt, habe ich gehört. Nein, ich finde es, dass das SVP... Es hat pragmatische Unternehmer reden, es hat natürlich Politiker und so. Aber das ist völlig harmlos. Völlig harmlos. Ja. Ich finde, mich stört es einfach persönlich, dass ich als Bürger dort überhaupt nichts sagen habe. Oder? Und dass dort dann eigentlich Sachen geschnürt werden. Das glaube ich nicht. Ich würde sagen, bei der Novartis haben sie keine Entscheidung auf Konzernleitung. Also, das ist einfach eine private Zusammenkunft. Oder? Ja. Das könnt ihr organisieren oder nicht organisieren. Wir haben das alles dort, ja, natürlich, klar. Und das dort jetzt aber beigestellt werden. Politische Entscheidungen. Nein, ich komme eben vom einen aus, komme ich nicht aufs andere. Also das eine ist, sie redet und das andere ist, sie machen, oder? Und eigentlich sieht man die Früchte an dem, was sie machen, nicht an dem, was sie erzählen, oder? Und die Früchte sehe ich einfach in dem Sinn, dass eben, wie der Christoph Blocher immer wieder sagt, das wird immer wieder angesteuert, und zwar systematisch.
automatisch dann, wenn es wieder mal angesteuert wird. Die Frage wird immer wieder neu aufgerufen. Und wie man, ich glaube, Jean-Claude Richer hat das gesagt. Der hat gesagt, ja, sie tun einfach so lange. Immer Schritt für Schritt gehen, bis es dann am Schluss, also Salami-Taktik, bis es dann am Schluss funktioniert. Oder? Einfach immer fragen, irgendwann sagt es schon ja. Und das geht da weiter. Und die SVP hat ziemlich viele Leute hinter sich. Und ich frage, wieso geht das weiter? Weil das Volk sagt nein. Das Volk sagt ganz klar nein. Mehr als 50%, mehr als 60%, mehr als 70%. Und ich frage, wieso geht das einfach immer weiter? Also das stresst mich enorm, weil ich will souverän sein mit dem Volk. Und möchte ich ehrlich sagen, die Mehrheit vom Parlament, Wieso? Da muss ich eben auf so Sachen... Hat das so zusammengesetzt? Oder? Nein. Die Bevölkerung sagt ganz klar nein. An den Referendiskussionen machen sie so Päckchen und dann ist es plötzlich immer noch drin, in der Diskussion, oder? In der politischen und wirtschaftlichen Diskussion. Die Bevölkerung hat das Parlament so zusammengesetzt, oder? Ja, das ist mir einfach... Und vor allem, wenn dann die Exponenten von einer bürgernahen Volkspartei eigentlich führen gehen, etwas sagen, tipptopp, ich rede, oder? Gegen die EU. Für die Souveränität vom Volk, aber dann hinten nur gleich. Das ist Fall. Und er hat ja nicht gern so Doppelzüngigkeit. Nein. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und Economie Suisse, muss ich sagen. Wir alle nicht. Economie Suisse, die verherrlichen, die haben da schon mit diesen Bäumen, mit den roten Äpfeln, alles Paradies, haben die schon angeschaut. Economie Suisse hat da wacker gezahlt, Millionen, für Schengen, wo ein Scheissdreck ist. Wir haben jetzt die 110. Rechtsanpassung müssen übernehmen. 110. Überparteiliche Aktion für eine unabhängige, neutrale Schweiz. Du, ich bin überparteilich, ich mache Aktionen. Ich bin voll dabei, aber ich bin jenes... Nein, du musst dabei treten. Wir müssen stärker werden. 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 35 Franken im Jahr. Sicher. Das stärkt uns. Gewalt gibt. Bist du dabei? Ich hoffe mir zu Gedanken, dass ich muss handeln, wenn heute nicht der Mond was nützt das verhandeln. Wem nützt der Weltbank für einen freieren Handel? Es raubt mein Verstand, ich bekämpfe Ignoranz. Das Zeitalter stirbt bald, drum nimm dich in Acht. Wenn du weiter willst warten, hast du den Zeitpunkt verpasst. Solange haben sie uns klein behalten, es viele sind schon schwach. Nacht, Schatten, Pech, sterben, du aus aller Macht. Wir sind Schachbrettfiguren, der Bauer wird immer so für sie, ein König, Dame, Turm. Jeder Zug ist vorbestimmt und all das Geld, das man aus den Waffen und den Drogen nimmt. Für uns ist Parlament in Politik, Split in der Oberschicht. Befreiung von dem Schuldenberg anstatt ein freier März. Wo Staaten dazu gezwungen werden zu wählen, was sie kränkt. Marionettenpräsidenten und ein dreckiges Parlament. Korruption wird nicht bekämpft, sie wird toleriert und gelernt. Es ist der Dollar, der regiert. Ich freue mich nur bis wann. Eine Volatilität bestimmt das Leben von einem Mensch. Ein Kollaps ist ein Ergebnis, wenn man Gott spielt mit der Welt. Doch der Durchpreis für das alles ist doch immer zu viel Geld. Wir sind im Wandel, spürst es denn nicht? Alles ist anders, one nation, one world. Fühl meine Wörter tief in deinem Körper. Zieh dich ins Höchwelt, Liebe ist nötig. Aus dem Chaos wird Ordnung, aus allem wird Eis. Wir bereiten uns vor auf eine längere Reise. Wir sind rastlose Seelen, wandelnde Geister. Das Leben ist eine Lehre, doch wer ist unser Meister? Zurück zu der Herkunft, back to the roots. Zu den Wurzeln vom Baum, wo es prägt mit Vernunft. Der Erklärung von dem Lebenstraum, ein ständiger Wunsch, der Erkenntnis zu erlangen, woher das alles kommt, bis wie zurück zu der Stunde. Das Helle, wo trennt will vom Dunklen, mit Schmerzen sind wir verbunden an die letzten Momente von der alten Lemuren. Wir haben schon mal gelebt und gesehen all die Spuren.